Kam auch nicht mal ein Geräusch gerade, also doch am Ende, aber ich habe gerade wieder so. So, man guckt ja nicht die ganze Zeit, ich gucke auch manchmal so Richtung Mikro ein bisschen, ne? Auf einmal, ich denke so, hä, was ist denn das? Auf einmal, oh Gott, okay. Ich weiß gar nicht, ob ihr Zuschauer euch da auch erschreckt. Das würde mich auch mal interessieren. Okay. Ich kriege gerade einen Anruf von meinem zukünftigen Chef. Wir schreiben genau hier weiter. Ja, ich weiß, dass du noch an mir ran willst. Chiara schreibt uns. Sebastian, ich wollte das nicht wieder in die Gruppe schreiben. Aber ich weiß echt nicht mehr weiter. Diese komischen Vorfälle. Sie scheinen sich zu häufen. Kann ich irgendwas tun? Was ist denn passiert? Mach's nicht so spannend. Da bist du nicht die Einzige. Mal fragen mal, was jetzt passiert ist. Dann hat so ein bisschen was, was sie sich von der Seele reden kann, sozusagen. Gerade eben tropft auf einmal Wasser von der Decke. Ich habe dann schnell Papier ausgelegt, um das Wasser aufzusaugen. Als ich aus dem Bad zurückkam, war plötzlich alles wieder trocken. Auch das nasse Papier. Das ist schon ein bisschen komisch auf jeden Fall, ja. Wir müssen dringend etwas tun. Ich verliere so langsam den Verstand. Ich verstehe es alles nicht. Was geht hier nur vor? Ich weiß es doch selbst nicht. Wir finden eine Lösung, Chiara. Wir müssen jetzt versuchen, ruhig zu bleiben. Das oder das? Nehmen wir mal das. Wie soll man da ruhig bleiben? Denkst du wirklich, wir finden in diesem Buch etwas, das uns weiterhilft? Ich hoffe es, ich bin mir ganz sicher. Eine Chance besteht. Ganz sicher ist schwierig, wenn es denn doch nicht so ist, ne? Dann haben wir Mist erzählt. Machen wir das. Könnte auf jeden Fall sein. Ich bete zu Gott, dass wir etwas finden. Ich stehe das nicht mehr lange durch. Jonathan schreibt, er hat jetzt auch Geisterchens gesehen, wie es aussieht. Muss kurz mit dir reden. Bist du da, Sebastian? Du siehst doch, dass ich online bin. Seid ihr schon in der Bücherei? Schieß los. Peng, peng. Haben wir das schon gelesen? Einer meiner Kommilitonen. Er ist der älteste Student in unserem Kurs. Mit seiner guten Laune überspielt er oftmals die privaten Probleme mit seiner Ex-Frau und seinem Kind. So langsam bin ich am Ende meines Lateins und finde auch keine logische Erklärung mehr für das alles. Erst die Sache mit dem alten Telefon. Und gerade ist wieder etwas passiert. Hab immer noch Gänsehaut. Ja, ich auch, von diesem komischen Video da eben. Eine Memo? Das ist ganz schön komisch, wenn man hier so im Dunkeln sitzt und den Sound so super laut hat, wie ich gerade. Aber Jonathans Profil haben wir uns angeguckt, ne? Jonathans Instagram und so, ne? Haben wir uns die geile Vorführung auch angeguckt? Dort haben wir auch drauf geguckt, meine ich. War richtig geil. Ja, hast du das aufgenommen? Oh mein Gott, von wem ist das? Hast du das aufgenommen, genau? Was ist passiert? Können wir fragen, was passiert ist? Vielleicht hat er das ja wirklich aufgenommen irgendwie. Ich habe eine App, die zeichnet alle Anrufe automatisch auf. Das war der Anruf meiner Ex-Frau. Und du machst dir, ich dachte, meiner Tochter sei etwas passiert, wollte schon zur Polizei, aber dann habe ich meine Ex erreicht. Ach so, okay. Sie hatte mich nie angerufen. Das ist merkwürdig. Verdammt, Sebastian, wir werden vielleicht alle sterben. Niemand wird sterben. Wir müssen jetzt nur zusammenhalten. Ich habe auch Angst davor. Komm, wir machen Mut und Hoffnung und was auch immer. Außerdem, naja, eigentlich ist das eine Lüge, weil es ist ja schon jemand gestorben. Dö-dö. Was passiert dir nur, Sebastian? Weiß ich doch nicht.
Fragt mich nicht alle. Würde es euch nicht aussagen gehen, würde ich mich selbst für verrückt erklären. Na gut, das ist verständlich. Quentin. Hallo Quentin. Machst du nicht Filme? Oh nein, das riecht doch wieder nach Instagram. Das ist doch wieder so ein Insta-Boy, oder? Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint. Quentin, du fehlst mir, Gabi. Ja, folgt mir auf Insta. Gabrielas kleiner Bruder, wir haben uns öfters bei ihr zu Hause gesehen. Beziehungsstatus 50. Cooles Bild. Ja, okay. Er ist auch wieder so ein Model-Typ. New Balance, Calvin Klein. Ja. Mhm. Hat aber keinen Text da. Das ist schön. Ah, jetzt sieht man wieder wahrscheinlich meinen Instagram-Namen. Oh nee. Wie viel? 579 Beiträge. Na gut, das hilft nichts, ne? Wir scrollen einfach auch mal durch. Wir haben bisher alle mitgenommen, also nehmen wir ihn auch mit, aber auch ein bisschen schneller, nicht zu langsam scrollen, ne? It's official Marco, das ist auf jeden Fall der Marco. Ja. Okay, Verlosung macht er. Ja, auf dem Bett rumhüpfen, trinken. Das finde ich geil, das Bild, das muss ich sagen, das ist auch cool. Von The Sign noch kein Zeichen, kommt bestimmt noch. Ich weiß auch gar nicht, wann The Sign angefangen hat, muss ich sagen. Das ist ja auch immer ein cooles Bild mit der Farbe, ne? Das sieht cool aus mit dem Pulli auch dazu. Auf jeden Fall kreative Bilder bei teilweise. Finde ich cool. 1000 Verlosungen. Ein bisschen dancen muss man auch mal. Wieder eine Verlosung. Wieder ein Dance. Der Quentin mit Häschen oder Kaninchen. Kann ich immer nicht richtig unterscheiden. Kaninchen ist das, ne? Ich glaube, Hasen sind ja eher so die wilden Tiere, ne? So die in der freien Natur mehr oder weniger immer mehr rumlaufen. Die als Haustiere sind eher so Kaninchen, ne? Wenn man Hasen, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob man die halten. Also halten kann man die bestimmt irgendwie, aber die brauchen noch mehr Freiheit, glaube ich, noch mehr Auslauf. Ah, das ist ja cool, guck mal. Hier endlich das Bild mit Ian Somerhalder. Ich muss ehrlich sagen, dass ich seinen Charakter in The Vampire Diaries nicht so mochte, auch wenn mich jetzt viele nicht verstehen werden. Aber fand ihn nach dem Treffen noch sympathischer, als ich dachte. Ja, der ist cool. Also den Schauspieler mag ich auch, muss ich sagen. Ich habe auch Vampire Diaries gesehen. Und ja, ich bin ein Kerl. Ich habe viele Serien gesehen, viele, die, wo auch Leute sagen würden, das gucken doch nur Mädels. Aber ich muss sagen, es gibt ja auch genug Mädels, die Serien gucken, wo gesagt wird, das gucken doch nur Jungs. Ich finde, das sollte gar nicht so, ist doch scheißegal, so, wisst ihr? Ist ja nicht, dass es nur für die oder die ist. Hauptsache, man findet es spannend irgendwie und unterhaltsam. Das ist doch die Hauptsache. Und Vampire Diaries war schon ganz cool, muss ich sagen. Also habe ich gerne geguckt, auch wegen den Schauspielern, also die beiden Hauptdarsteller. Die waren halt schon echt, die sind auch sympathisch. Muss man einfach sagen. Auch die Nachfolgeserie mit dem Ian ist auch sehr cool. V-Wars heißt die. Gibt aber leider auch keine zweite Staffel, glaube ich. Aber war auch ganz interessant auf jeden Fall. Ja. Es gibt so viel zum Gucken.
Auch so viele schöne Bildchen von dem Official Marco. Ja. Hoffentlich sind wir bald durch. Aber ich muss sagen, ich finde, Entschuldigung, dass ich mich hier manchmal räuspere, ich finde manche Bilder, also es fällt bei vielen ja auf, es ist ja auch bei den meisten Profilen, wenn die zu stark bearbeitet sind, ne? Und sowas finde ich aber cool, wenn man so, ja gut, wenn es vielleicht nicht gerade bearbeitet ist, ne? Wenn so Bilder zu stark bearbeitet sind und zu hart durch irgendwelche Filter gekickt wurden, so wie der hier. Wobei es hier wieder ein bisschen passt, wegen den Farben und so und wegen dem Hintergrund. Da passt es vielleicht. Aber es gibt ja so super gestellte Bilder, wo dann einfach die Augen teilweise aussehen, als ob, keine Ahnung, als ob es die seltensten Augen der Welt sind. So, wisst ihr, was ich meine? Als ob du das Licht ausmachst und die leuchten. Und das ist so völlig übertrieben, finde ich. Wenn man so ein bisschen was drin hat, finde ich in Ordnung. Aber zu viel, wenn das ganze Bild nur Filter ist, weiß ich immer nicht. Aber das scheinen ja viele zu mögen. Und wenn das so ein bisschen aber mit so wirklich so, das ist ja geil, das Bild mit den Ohren, wenn das wirklich so ein bisschen einfach bewusst so ist, ne? Und das einfach wirklich bewusst so gemacht worden ist und man halt aber auch andere Bilder hat, finde ich. Und das aber zu der Person auch irgendwo passt, ist das ja auch in Ordnung, ist ja auch immer Geschmackssache, ne? Ist es ja immer, wenn ich irgendwas sage, auch zu, vor allem zu den Insta-Profilen, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ich finde alle cool. Ich finde alle Profile cool. Ich finde alle Darsteller hier cool. Auf jeden Fall. Und lade euch Zuschauer natürlich herzlich auch ein, selbst mal auf deren Profile zu schauen. Sage natürlich auch gerne, ihr könnt ihn ja auch sehr gerne followen, folgen oder ein bisschen was liken oder so. Werden die sich sicherlich auch drüber freuen. Wobei die Chance, dass man da, dass das gesehen wird, weiß ich nicht, ob die bei ihm so groß ist. Wenn man sich die Likes anguckt und die Kommentare. Aber ich sag immer, man kann es ja trotzdem probieren und ist dann umso überraschter, wenn dann doch was zurückkommt. Jetzt müssen wir aber bald mal beim Ende sein, oder? Wir sind jetzt schon 2018. Ja. Wieder am Dancen. Oh, da ist Frau Ziegler. Ich mag Ziegen total irgendwie. Warum sind die so witzig irgendwie, ne? Ihr müsst euch mal diese... Also nicht immer, Katzen sind natürlich auch super und auch total lustig. Und machen schon komische Sachen manchmal. Katzenvideos gehen immer... Aber ihr müsst euch mal, ehrlich, ihr müsst euch mal Ziegenvideos angucken. Go, Funny Goat Compilation oder sowas. Also Ziegen sind schon sehr strange Tiere, aber sehr coole Tiere, finde ich irgendwie. Irgendwie haben die total was. Meine Güte. Ich frage mich mal, wie das bei solchen Leuten, ne, die dann auch so viele Follower haben und sowas, das muss ja irgendwo herkommen. Ich meine, man erstellt doch irgendwann sein Instagram-Profil, ne? Das hat ja jeder von uns. Und jeder von uns hat auch schon mal ein öffentliches gehabt. So. Erstellt Instagram-Profil und lädt dann ein paar Bilder hoch. Aber es ist ja nicht so, dass dann gleich die Bilder, selbst wenn es gute Bilder sind, die haben ja dann nicht gleich zigtausende Likes. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich, wie das... Okay, er scheint aber von Musical.ly irgendwie oder TikTok oder so zu kommen. Da hat man natürlich auch eine gewisse Reichweite teilweise.
Da kann man schon ein paar rüberziehen auf Instagram. Da scheint er wahrscheinlich, so wie es aussieht, eine gewisse Reichweite bekommen zu haben. TikTok habe ich übrigens auch, aber beziehe es weniger auf die Let's Plays, also auf den YouTube-Channel, auch wenn der verlinkt ist. Aber da mache ich wirklich auch teilweise Quatsch-Videos, teilweise aber auch, ja, wenn mir Leute halt Fragen stellen, könnt ihr natürlich super gerne machen, wenn ihr wollt, ne? Könnt ihr super gerne auch auf TikTok bei mir mal vorbeischauen. Da heiße ich Sebastian.yo, also yo mit zwei O's. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, auch irgendwelche Fragen stellen oder so. Das ist natürlich immer ganz cool, weil man kann da immer ganz gut drauf eingehen, auf die Fragen. Man kann halt die Kommentare markieren und dann ein Video draus machen und dann direkt was zu sagen. Und wir gehen mal einfach hier drauf, auf die Storys nochmal. Aber wie gesagt, die schalte ich schneller durch. Was war denn das für ein Tanz? Alles klar. Wie gesagt, wenn ihr die komplett sehen wollt oder auch mit Ton, ne, dann könnt ihr ja auch mal auf das Profil gehen, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall interessant, die Leute halt, die Schauspieler halt zu sehen, ist immer interessant, auf jeden Fall. Wobei ich halt aber auch denke, es ist too much teilweise, also von der Menge an Posts, wenn man sich jetzt das ganze Profil anguckt. Für mich persönlich wäre es zu viel zum Durchgucken. Aber natürlich sammelt sich das auch irgendwann. Man löscht ja auch seine Posts nicht. Und normal so guckt man ja auch nicht immer, naja gut, wenn man privat ist und so, guckt man schon das ganze Profil meistens an. Da die meisten Leute, die haben halt auch keine 500 Beiträge, die haben dann, ich sag mal, vielleicht, ja, ich habe zum Beispiel, wie viel habe ich denn auf meinem privaten 20, 30 Beiträge oder so, ne? Die sind auch schnell durchgeguckt halt. Und meistens guckt man ja auch nicht so durch, wie wir hier immer durchgucken, sondern guckt erstmal in der Miniaturübersicht und die, die man dann interessant findet, die vergrößert man sich dann meistens noch. Weil ganz schön viele Storys drin. Wirklich eine Menge. Und das waren alles scheinbar noch Zeiten vor Corona. Das macht einen ein bisschen traurig. Ach Mensch. Hat schon richtig Fans. Ich kann mir vorstellen, dass er durch Musical.ly, also das ist der Vorgänger von TikTok, für die Leute, die das noch nicht wissen, dass er irgendwie dadurch halt so ein bisschen Bekanntheit bekommen hat. Ich weiß es natürlich nicht genau, weil ich persönlich kannte ihn noch nicht. Schande über mein Haupt. Das Sein macht es natürlich auch noch ein bisschen, spielt da natürlich auch immer eine gewisse Rolle, weil das spielen ja auch schon ein paar Leute. Ich glaube natürlich nicht, dass jeder sich die Instagram-Profile anguckt. Ich weiß auch nicht, ob man als Nicht-Premium auf die Instagram-Profile gehen kann. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ob die uns nur angezeigt werden, weil wir Premium haben. Aber letztendlich ist das ja eine Werbung für die Darsteller. Sind das ja so eine Art Credits sogar, die mitten ins Spiel reingebaut wurden und nicht nur nach dem Spiel die dann durchlaufen. Vielleicht kommen die auch nochmal. Aber so finde ich das schon cooler irgendwie. So, jetzt haben wir es. Jetzt können wir zurückgehen. Und ja, das war auf jeden Fall der Quentin. Hat keine Notizen. Und ich gucke nochmal. Ja, wir nehmen noch auf. Hi, du bist doch Sebastian. Ich muss dringend mit dir reden. Gabrielas kleiner Bruder. Wir haben uns öfters bei ihr zu Hause gesehen. Das ist auf jeden Fall Gabrielas kleiner Bruder. Und wir antworten erstmal Jonathan. Noch da? Sorry, Quentin hat gerade geschrieben. Gabrielas Bruder? Was wäre er denn? Das werde ich gleich erfahren. Das heißt, wir antworten jetzt erstmal dem Quentin wahrscheinlich.
Nee, immer noch nicht. Wir sind jetzt eh gleich in der Bücherei. Halt mich auf dem Laufenden. Na klar. Na, geh weg. Ich weiß, dass meine Schwester dir vertraut hat. Deswegen, naja, du bist meine letzte Hoffnung. Ich weiß gar nicht, wie ich... Es ist so grausam.